Ja, Freunde, willkommen zurück zu Skaras Tournament 2. Nach langer Zeit sind wir mal wieder hier mit dem Herausforderer Karatenteller am Start und als Co-Moderator habe ich Robbe dabei. Hallöchen. So, also, wir sehen jetzt erstmal wieder die Pflanzen-Pokémon. Ich mache hier vielleicht mal so ein Aufnahmebildschirm aus dem Ding raus, damit man noch alles sieht, was die Leute hier dran haben. Also, Karatenteller hat dabei Serapendra, Austoss, Kabels und Voltenso, ja. Du hast vor dem Kampf schon was gesagt, was dich daran stört an dem Team. Ja, ich weiß, Voltenso kann ja auch Flammenwurf und Kraftreserve, aber ich weiß jetzt auch nicht. Trotzdem kein Step. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er mit Voltenso versuchen möchte, also wenn ich versuchen möchte, das Gewaltro zu outspeeden und dann eben mit der Kraftreserve wegzunocken. Aber das funktioniert nicht, weil mein Gewaltro ist, wie man vielleicht schon in den vergangenen Parts gesehen hat, hat ein scheues Wesen und damit, ja gut, wird es ein bisschen schwierig. Ja, das Teil spielt man eigentlich also auch scheu. Ja, kommt. Also auf jeden Fall so wie ich's kenn. Ich zock generell in letzter Zeit kein CP mehr, von daher, naja. So, das kann ich mal so. Ja, und jetzt kommt natürlich der von Austoss zu erwartende Hausbruch, was ich natürlich direkt predicted habe, auf Gyroball gegangen, jetzt hab ich mir gedacht. Wo der Hell habe ich mir da gedacht? Okay, gut. Der ist ihn auch einfach Donnerwellen eigentlich können. Ja, das habe ich jetzt auch als nächstes gedacht. Erstmal schöne Donnerwelle raushauen. Ja, jetzt kannst du noch Egelsamen oder so. Hättest du jetzt noch Egelsamen oder so machen können. Ja, und da kommt natürlich die Fullpara glücklicherweise. Damit kann ich schon mal alles Dash, die eventuell auf Serapendra drauf sind, zerstören. Jetzt natürlich noch ganz kack dreist. Also Eisblöder, das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, gut, dann tun wir lieber mal raus hier gehen und nicht Gewalt reinholen, wie ich glaube ursprünglich geplant hatte. Wenn ich hier gerade Kapels sehe, was ich auch ein bisschen seltsam finde, dass er auch Kapels dabei hat. Das Teil kann zwar mit Tempo ziemlich zuschlagen, aber... Ja, ich glaube, das geht eher um den Delegator Power Punch, gerade gegen so Pokémon wie Wheelie sind die oder Tentantel kann ich. Ah, Puncher, okay. Ich weiß es nicht, könnte ich mir vorstellen, weil in einer Burg würde ich das Tempo Kapels nicht spielen. Würde ich den Sub-Puncher spielen, weil der ist halt einfach 30. So. Dagegen holen wir hier Wheely rein, vielleicht, keine Ahnung, hole ich das rein. Das Set gefällt mir ziemlich. Das ist ein richtig asoziales Set, muss ich mal wirklich sagen. Von Karpilz. Nee, das Set von einem Wheely. Achso, hast du gerade gesehen, ja, das ist ein echt asoziales, vor allem Spiegelcape und Konter sind halt in den Burgen. Ich habe immer mal ein, zwei Pokémon dabei, die zum. Also, in der gesamten Burg ein, zwei Pokémon, die halt richtig zum Trollen da sind, so mit Spiegelcape und Konter und es trifft halt jedes Mal drei, vier Leute unerwartet und ist halt dann schon ein cooles Gefühl, so wenn so ein paar Sachen. Ich bin ja prinzipiell ein Mensch, der. Oh geil. Toxic Hex, geil. Tschüss, Kapels. Das war ja mal mega episch. So, und jetzt kommt mein und Gewalt. Das war mein Lieblings-Pokémon dabei, dankeschön. Gewalt drum wieder Kraftreserve Gestein. Hat Style. Ja, es hat Style. Ist für so Pokémon wie Fiaro, Glurak, ich glaube, sie haben beide nicht wanted, von daher mehr so ein Troll-Move. Ja, okay, aber... nach Lenderburg ist auch eine Kraftreserve Gestein besser. Außerhalb würde ich eher Giga Drain und Splattersturm nehmen. Aber in der Burg, da muss man ja auch ein bisschen das Set den Gegebenheiten anpassen. Ja, schon, da darf man ein bisschen Stil zurück raushauen. Und Gewaltrohr tatsächlich hat es geschafft, Serapendra wegzuklatschen. Er hat einen Two-Turn-Sleep bekommen. Also noch nichts Außergewöhnliches, aber wäre halt für ihn sehr günstig gewesen, wenn er aufwacht nach Runde 1. Aber es ist eben nicht passiert. So, jetzt kommt hier hoffentlich keine längere Wartezeit, weil die ich rausgestellt habe. Jetzt kommt genau der Moment, den ich erwartet habe, hier mit Voltenso und der Kraftreserve Eis. Jetzt bin ich gespannt, ob ich da drin geblieben bin. Da bin ich drin geblieben. Das war mutig. Ja, das war... Ja, du warst sogar schneller. Ja. Aber schon der erst gemegert. Das war ja... Ich bin schlau. Ich bin auch so schneller. Voltenso hat weniger Init als Mega Voltenso. Hat eine niedrigere Base als Mega Gewaltro. Echt? Ja. Gewaltrot 4. Über 150 von Mega Voltenso. Wieder was gelernt. Ja, auf jeden Fall Gewaltrot 427 und der hat 405 maximal. Wie mir jetzt halt auffällt, du spielst keine Step Moves auf Mini. Irgendwie. Nee, da ist es lohnt. Da hatte ich gedacht, das lohnt sich nicht. Der sind die Werte zu niedrig für. Mit keinem 200er Angriffswert braucht er nicht offen groß Step angreifen. Dann nehme ich lieber Matschbombe. Ich glaube, fürs Type Coverage hatte ich die Move drin, Alter, warum die lange. Aber wenn das Teil gegen mich stehen würde, ich würde AIDS bekommen.
Muss ich ernsthaft sagen. Ich frage mich gerade, warum ich da die langen Wartezeiten hier in dem Kampf nicht rausgeschnitten habe. Die waren wohl nicht lang genug. Oh, und Karpel ist natürlich sehr günstig. Da habe ich jetzt erstmal auch immer jetzt auf Genesung gegangen bin. Ja, mal gucken, ob sich das auszahlt. Weil ich habe halt wahrscheinlich gedacht, One-Hit wird's nicht. Dann sehen wir jetzt, ob es ein Sub-Puncher ist. Ja, das werden wir sehen, aber... ist tatsächlich ein Sub, ob es ein Sub-Puncher ist, das weiß man bei Keramisch ist ja der Erste. Ja, okay, ist tatsächlich einer. Das weiß man bei ihm erst, wenn es dann wirklich auch passiert ist. Okay. Nächste Arena. Ich mein, für Kappels. Ich mein, für Karate-Nutella. Ich bin schlau, wie gesagt. Klar, nächster Kampf gegen die Boden-Pokémon. Wir haben da relativ ein asoziales Team damit aus, dass Karpitz Lamus und Gelabreis jetzt so eine mäßig gute Wahl, würde ich mal sagen. Habe ich da auch gesagt. Das wird ja auch relativ gut durch das Tor, wenn es auf einen Feuermut gelockt ist. Ja, wenn es eben gelockt ist, oder zum ersten Mal hinkriegen, dass es darauf gelockt wird. Ja, wenn es zum Beispiel in die Stalos drin steht, dann würde ich. Was du meinst. So, dann Alter, ich hätte echt mal die Ladezeiten ein bisschen rausschneiden können. Normalerweise habe ich es bei allen Herausforderungen gemacht, aber hier ist es offenbar vergessen. Ist natürlich sehr blöd, wenn man es gleich im ersten Part nach der langen Pause wieder so viel Ladezeit drin hat, ist ja egal. Ich will halt sagen, Schlüssel-Pokémon für mich können die Gastrodon werden, also aus meiner Seite. Und das ist natürlich gleich mal ein Beginn, der ein bisschen günstig für mich ist, weil der Austoss gegen Stalos steht. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf Erdbeben gehe. Vielleicht predikte ich einen Wechsel zu was anderem. Welches Skelabra? Das Skelabra, das ist halt ein bisschen länger, ja. Sonst wäre ich ein. Also, weil wenn das Skelabra nicht im Team gewesen wäre, hättest du eigentlich safe auf genug gehen können. So sieht's ja aus. Oh ne, schon der hat ja noch Lamus. Ja, jetzt könnte ich erstmal austosten, dann versuchen wird hier wahrscheinlich ein Stalos mit 500 Verteidigung irgendwas anzuhaben, der Angriff wird so lächerlich dran abprallen, vermute ich. Könnte einen kleinen Kratzer geben, aber sonst. Oh. Oh, die Kalkklinge hat dann doch ein bisschen mehr Schaden gemacht. Ich hätte nicht erwartet, dass das so hart halt reinhaut. Okay, das ist ja auch mit doppeltem Angriff. Ja, das schon, aber trotzdem aus, das ist ja nicht gerade so das Angriffsmonster. Es ist zwar verdoppelt. Es kommt nach dem Hausbuch auch, wenn es vorspielt über 500. Ja, jetzt kommt halt hier das Karpilz, das natürlich da dann ein leichtes Spiel hat, aber er versucht noch mit dem Delegator hier ein bisschen das rauszuholen. Hat das wird, glaube ich, von mäßigem Erfolg geprägt, sondern der Gyroball es vorher wegschlagen sollte. Eine Frage, was mir gerade auffällt, wofür hast du eigentlich den Feuerzahn drauf? Für Pokémon wie Panzereron oder Tentantel. Okay. Damit man die gut kontern kann, so jetzt. Den Tante kannst du auch mit Erdbeben relativ gut kontern, aber... ja, da ist der Feuerzahn schon mal effektiver. Erdbeben halt echt, das dauert ein bisschen. Ja, an sich geht schon, aber... ich... hat auch keine Feuerattacke in dem Team. Prinzipiell für Sherok zum Beispiel ist auch ein Feuerzahn ganz cool zur Überraschung. Da kommt Lamus rein, das tankt die Schlammburg einfach sowas für überhaupt nicht. Und das trifft auch jedes Pokémon aus seinem Team relativ hart. Skelabra gleich ganz vorne weg. Oder wie doch da hat er vermutlich den Flammenwurf prediktet, auch wenn ich mich frage, warum man im eher einen Flammenwurf als einen Schlammenwurf prediktet. Ja, das weiß ich auch nicht, sondern habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen Schiss bekommen, gehe raus auf Gastrodon, weil halt ein Feuersturm sollte eigentlich Nidoking weghauen. Deswegen geh mal raus und ich brauche es, halt das Sache, man braucht es auf jeden Fall für Karpfels. Das hat Energieballen, das ist natürlich die interessante Sache. Man kann eben mal hoffen, er geht nochmal auf Energieballen, jetzt gehe ich trotzdem noch auf Nidoking, der Hoffnung, dass halt gelockt ist drauf. Was ist ich was? Spexler Scarf, genau, und könnte tatsächlich der Fall sein. Ich glaube eher Scarf, da ist ja nicht gewonnen hat bei Gastrodon. Sonst bin ich gerade eben nochmal auf Erdkräfte gegangen, kann sein. Weil ich eben auch wollte, falls er nochmal rauswechseln, was ich was Kapitel aus irgendeinem Grund retten möchte. Ja, auf jeden Fall, faktisch ist Nidoking hat hier relativ. Hat hier einen relativ guten Stand, kann hier erstmal das Kabel ausschalten. Und jetzt dann noch Skelabra, muss noch zwei besiegen. Und wenn es nicht Scarf ist, hat er. Ist dein Rabigator Scarf, oder? Das ist tatsächlich Scarf, das Rabigator. Dann müsste es aber. Dann ist es, glaube ich, schneller als Skelabra, oder? Ja, das kommt. Könnte auch noch auf die Wesen drauf ankommen. Ich weiß es nicht. Ich denke aber, das Skelabra wird sowieso nicht. Also mit scheuem Wesen kommt. Also Skelabra jetzt nicht halt so das Geschwindigkeitsmon.
So. Damit steht er schon. Hat er keinen Extraversuch mehr, so wie ich das gerade im Kopf habe. Oder hat er es noch? Doch, nein. Nee, hat er nicht mehr. Muss den Kampf jetzt hier gegen die Flug-Pokémon gewinnen. Und ja, die Flug-Pokémon. Glaube ich, da habe ich gedacht, dass die Arena-Design der Blacks die geilen. Jetzt im Nachhinein denke ich, Blacks sind die Scheiße gewesen, weil einfach so ein paar Sachen nicht gut gepasst haben. Und ich auf gewisse Pokémon nicht vorbereitet war, wie Voltense zum Beispiel. Und sieht man auch schon, Ja. das Lied mit Tauboss ist schon da. Da wären, wärst du mal Voltolos, da wäre die Inkarnationsform ein bisschen besser gewesen, Ja, also da aber wird's auch nicht, ein wäre auch bisschen. nicht wirklich besser, das ist ja die Sache, weil sie ja auch nichts machen kann. Ach, stimmt. Effektiv. Deshalb ist es ein bisschen schwierig, die Sache. Nee, jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt wirklich mit Voltenso leadet. Ja. Wenn ich hier gerade sehe, du spielst Tarnsteine, spielst du dann kein Scarf oder? Nee, das ist tatsächlich auch noch Methanstand. Das ist auch noch ein bisschen ein kleines Problem hier drauf, dass ich nichts hat, was schnell genug war. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ein halb geschenktes Mondespanzer-Aeron hier, weil man damit verhöhnt hat, das schön, taunten kann. Damit er nicht mehr weiter angreift. Weil Und das. keine Sachen legen kann, die sich aufregen könnten. Ich weiß sowieso nicht, ob er da drin bleibt, so zu warten, dass der Wechsel zu Voltense kommt. Da habe ich mir gedacht, ja gut, was machen wir? Scheiß Situation schon wieder. Eigentlich muss man was opfern, oder man. Naja, da habe ich mir gedacht, das ist gut, Ist vielleicht. richtig hart belegt, weil der, ich glaube, er hätte jetzt belegt, dass du rausgehst. Wir wären eher auf eine Elektroattacke gegangen. Ja, ich weiß es eben nicht. Ich wäre zum Beispiel auf die Kraftreserve Eis gegangen, gerade weil es einfach. Ja, es trifft. Letzte, was du machen kannst. Kraftreserve Eis trifft zwei Pokémon effektiv. Ne, drei. Entschuldigung. Und Elektro trifft nur zwei Pokémon effektiv. Und Fiaro oder. Hey, warum trifft es drei effektiv Eis? Kannst du ja nur sitzen. Eis trifft Voltolos, Tauboss und Demeteros. Und ich hab dann. Ah, du meinst von ihm. Ja, von ihm. Dachte gar deine Kraftreserve Eis, deswegen war ich ja irritiert. Nee, ich habe ja keine andere Wahl, als auf Kraftreserve Eis zu gehen. Jetzt ist aber echt ein bisschen Ladezeit, ist ein bisschen lang. Da soll ich wieder so ein Denker aufs Thumbnail packen, wie damals bei Rot Aka Red and Scarce Tournament 1. Was ultra fies von mir, aber war es war trotzdem ultra witzig. Fand ich im Nachhinein zumindest. Ja. Und der Part zieht sich ja schon wieder, Freunde. Ja, ihr könnt ja dann die schöne Musik genießen, die dran liegt. Und das war jetzt wahrscheinlich ein dummer Wechsel. Da kriegt sogar ein Crit mit der HP Ice, lol. Und da kann ich jetzt auf Demetros gehen und wir sehen schon, wo das Problem liegt, denke ich mal. Es ist nämlich einzige Chance, wie das mit dem Erdbeben hier weg auszunocken, das Voltenso. Ist aber schneller, wenn du nicht scarf bist. Ja, das nächste Problem. Ich hatte halt gehofft, dass mir irgendwie eine HP Ice überlebt. Aber es kommt eh aus, das was zu erwarten, weil ich wäre auch nicht drin geblieben. Das Risiko war ich nicht eingegangen. So, jetzt glaube ich aber, könnte man das Ausdruck immer noch kriegen mit einem schönen Kraftkoloss. Wobei ich jetzt an seiner Stelle auf Skarm wechseln würde und die Steinchen legen. Aber naja, wir werden sehen. Weil dein. Moment, dein Voltolos ist ja noch da, aber da können ja trotzdem an dieselben Steine legen. Ja, eben, wenn er jetzt sicher reiten, die irgendwas reinkommt, oh, das ist ja ekelhaft, wie lange wir hier wartet für seine Züge, das geht ja gar nicht. Aber er macht es ja wirklich safe, der hat ja noch alle seine Pokémon da. Ja, nach drei Runden Okay, ist. weil Tenso zerfetzt die Arena auch in der Luft. Ja, sag Haha, ich ja. noch. Und noch ein Okay. Wortwitz reingepackt, perfekt. So, und der Kraftkoloss kommt endlich. Da haben wir schon drauf gewartet, den ganzen Tag jetzt. Das nächste wird dann wahrscheinlich Voltenso reinkommen, denke ich mal. Und ich würde wieder rauswechseln. Ich weiß nicht, wenn man da auch noch am Rumkalkulieren ist im Hintergrund. Das dauert dann alles ein bisschen immer. Ich glaube, in Zukunft habe ich echt die anderen Kämpfe alle schneller geschnitten. Ich kann es euch auch nicht sagen. Ich habe gedacht, gut, Fiao braucht nicht mehr. Das kann gegen Lahm sowieso nichts machen. Da haben wir hier lieber noch ein. Ah, ne, jetzt wollte ich hier safe. Oh, jetzt wollte ich hier das ein bisschen austricksen. Das ist ja witzig. Wunderbar. Aber halt Saurus kann doch den Trick jetzt hier zu verwenden, weil man es halt einfach auch ahnen kann, fast schon.
Fiao ist auf jeden Fall langsamer, obwohl ist nicht mal auf jeden Fall langsamer. Ich glaube, haben jetzt auch gedacht, gut, es ist nicht auf jeden Fall langsamer, hauen wir doch einen Flammenblitz raus oder einen Ruheort. Einen Ruheort einfach, um die Elektroattacken abzufangen. Und da habe ich gemerkt, oh, das wird ein bisschen schwierig. Jetzt sind wir noch, kriegt er auch noch ein Para. Das ist viel. Das heißt, dann hauen wir einen Sturzflug raus und probieren das Voltensoing noch zu kriegen. Aber eigentlich, was hätte der jetzt der Ruheort großartig gebracht? Ja, weiß ich nicht, vielleicht, ich wusste nicht genau, wie viel Schaden der macht, hätte ich ein bisschen mit Heil durchspielen können, vielleicht ein bisschen stallen, mal gucken. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall das hier, entscheidet jetzt einen Kampf, weil, sagen wir so, wenn sein Voltulus stirbt, sein Voltenso stirbt, da kommt der nächste Crit, weiß nicht, ob der notwendig war. Nein, auf jeden Fall nicht. Könnte man sogar mal kalken, würde sogar mal wagen und hier. Du könntest mit einem, kannst mit einem Xerox, ich glaube mit 24 EVs auf Spezialangriff, kannst du mit einer HP Eisen ein offensives Landorus rausnehmen. Mit einem Xerox. Ja, das ist jetzt ja KP Investment meins. Okay. Ja, dann könnte es kritisch werden. Und es reicht auch nicht die Kraftreserve. Übrigens, Fun Fact, der Donnerblitz tatsächlich stärker als die Kraftreserve Eis, Kraftreserve neutralen Donnerblitz nicht sehr effektiv trifft. Ja, dann würde ich mal sagen, GG an der Stelle. Dürfte auch schon das Ende vom Part sein, ja. Wir machen dann im nächsten Part mit Karate Nutella weiter. Wieder mit dir, denke ich mal. Ja. Und in dem Sinne wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag, liebe Zuschauer. Nächster Part kommt ein bisschen balder als dieser, würde ich mal sagen. Baldiger, so rum. Alles dann. Schönen Tag noch euch. Ciao. Ciao.